Hallo, Freunde der erfolgreichen Zahnarztpraxis. Heute wird es leider etwas technisch. Entschuldigung schon mal dafür. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der Frage, welche Praxissoftware solltest du nehmen, wenn sich die Frage bei dir stellt? Also entweder, wenn du gerade im Zuge einer Übernahme oder Neugründung bist oder wenn du im Zuge deines Betriebes über einen Softwarewechsel nachdenkst. Lass uns da mal auf die verschiedenen Konzepte schauen, die es so gibt, worauf man achten kann, und am Ende werde ich aus meiner ganz persönlichen Sicht eine klare Produktempfehlung aussprechen. Los geht's! Mein Name ist Alexander Volz und das ist der Kanal für deine erfolgreiche Zahnarztpraxis. Eins der ersten Dinge, mit denen du dich beschäftigen musst, nachdem deine Verträge für Miete, Übernahme etc. alle geschlossen sind, wenn du übernimmst oder neu gründest, ist die Frage, welche Praxissoftware möchtest du einsetzen? Und hier gibt es einen ganzen Haufen Anbieter, und ich habe mir auf der vorletzten IDS mal die Arbeit gemacht in Vorbereitung für unsere Gründung bzw. Übernahme und habe mir mal einen Großteil der ganzen Hersteller angeschaut. Also was gibt es denn da grundsätzlich zu beachten? Ich lasse mal die fachlichen Aspekte, also wie komfortabel kann man Leistung eingeben oder eine Abrechnung durchführen oder so, das lasse ich mal ein Stück weit auf Seite, weil das zu sehr der fachliche Teil ist, den ich nur ganz vorsichtig bewerten möchte. Ich konzentriere mich mal mehr auf den technischen Teil, beziehungsweise wie ist denn das so von der grundsätzlichen Bedienung, von der Oberfläche her, und was fällt mir dabei auf, wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige. Also, fangen wir ganz vorne an. Die allermeisten der heute erhältlichen Praxissoftwareprodukte sind eine Server-Client-basierte Lösung. Was heißt das? Grundsätzlich werdet ihr aus der Praxis wahrscheinlich kennen, da steht irgendwo ein Server rum, auf dem läuft grundsätzlich eure Praxissoftware, da ist die Datenbank mit drauf, da ist hoffentlich auf einem separaten Server auch die Röntgensoftware irgendwo angeschlossen, und auf den einzelnen Arbeitsplatz-PCs am Empfang, in den Büros, in den Zimmern sind dann die Anwendungen als Client-Anwendungen installiert, die dann auf diesen Server zugreifen und auf die Patientendaten schauen und sich das da holen. Soweit erstmal in Ordnung, das ist durchaus ein gängiges Prinzip in der IT, das so zu tun. Aber damit kommen mehrere Konsequenzen mit sich, bei denen man sich genau überlegen muss, ob man die in einer Zahnarztpraxis will. Erstens, die Tatsache, dass ihr einen Server braucht, bringt eine gewisse Investitionsnotwendigkeit mit sich. So ein Server, wenn der ausgestattet sein soll, ist mal ganz schnell irgendwo untere Kante 3.000 bis 5.000 Euro, kann das Ding ganz schnell kosten, weil üblicherweise muss da drin die Festplatte redundant ausgelegt sein, also es müssen zwei drin sein, die gespiegelt sind, sodass wenn eine davon mal physisch den Geist aufgibt und kaputt geht, dass die Daten auf der zweiten trotzdem weiter vorhanden sind und zugegriffen werden können, weil ansonsten sind eure Patientendaten hops. Das zweite ist, in so einem Server, also in diesem Computer, in dem Stück Hardware, sollten idealerweise auch zwei Netzteile verbaut sein, weil auch wenn das mal hops geht, steht das Ding still. Also insgesamt, dieser Server ist grundsätzlich Teil eurer kritischen Infrastruktur. Weil wenn ihr nicht noch auf Papierbasis arbeitet, und ich hoffe, das tut niemand mehr von euch, dann bedeutet der Ausfall von der Praxissoftware Stillstand. Dann könnt ihr zu Stift und Zettel greifen und versuchen, damit weiterzumachen. Ihr habt aber keinen Überblick mehr über das Terminbuch, ihr habt keinen Überblick über Befunde, ihr wisst nicht, was war mit dem Patient möglicherweise zuletzt besprochen, wenn ihr es nicht im Kopf habt. Ihr habt, wenn es blöd läuft, keinen Zugriff auf Röntgenbilder und all diese Dinge. Das heißt, ihr seid im vollständigen Blindflug unterwegs. Also, der Ausfall von so einem Server legt euch den Praxisbetrieb lahm, bis er wieder geht. Und an der Stelle ist genau das Problem, weil ihr kauft üblicherweise nur einen.
Der muss aber wenigstens dann in sich so ausgelegt sein, dass die Dinge, die kaputt gehen können, und das ist üblicherweise Festplatte und Netzteil, dass die wenigstens doppelt ausgelegt sind, um das Risiko zu minimieren. Nichtsdestotrotz, eigentlich müsste man streng genommen zwei davon hinstellen, um die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Jetzt kommt das nächste hinzu. Nämlich diese Server laufen üblicherweise Windows-basiert. Und wer von euch einen Windows-Rechner zu Hause hat, der weiß das aus eigener Erfahrung, an irgendeinem Punkt wird einem automatisiert ein Sicherheitsupdate eingespielt oder sonst wie eine Windows-Aktualisierung und das Ding ist mal gerne eine halbe bis dreiviertel Stunde lahmgelegt, bis dieses Update einmal durchgelaufen ist. Das kann man zwar anders einstellen und anders konfigurieren, aber auch das birgt seine Tücken, was dann die Sicherheit von dem Server angeht. Der zweite Punkt, und auch das hat vielleicht der eine oder andere schon mal erfahren, nicht immer ist es selbstverständlich, dass nach einem solchen Update alle Programme, die auf dem Gerät installiert sind, danach auch reibungslos funktionieren. Es kann immer mal vorkommen, dass mit einem Update schlicht ein Fehler drin ist oder eine Aktualisierung, die sich mit einem Programm, das installiert ist, nicht verträgt und das dann nicht mehr so einwandfrei oder vielleicht auch gar nicht mehr funktioniert. Also dieses Risiko hat man grundsätzlich immer. Das kommt nicht ständig vor, aber das ist ein Risiko, das immer mal vorkommen kann. So, jetzt sind wir aber alle miteinander, betreiben wir eine Zahnarztpraxis. Wir sind alle miteinander keine IT-Dienstleister und schon gar keine professionellen Rechenzentrumsbetreiber. Ich habe zwar selber in meiner beruflichen Vergangenheit die letzten 15 Jahre bei IT-Dienstleistern gearbeitet und weiß um die Grundstrukturen, wie man grundsätzlich große Kundensysteme in einem Rechenzentrum betreibt und auf welche Faktoren es da ankommt. Aber das sind wir in einer Praxis nicht. Und neben der Tatsache, dass der Server da steht und nach Möglichkeit nicht ausfallen soll, kommt ja irgendwann der nächste Punkt dazu, mindestens wöchentlich, eigentlich ja sogar aber täglich, nämlich die Frage der Datensicherung. Also ein übliches Vorgehen ist, einmal die Woche der komplette Server vollgesichert und jeden Tag die Veränderungen seit der letzten Vollsicherung, das ist so ein übliches Verfahren, aber das muss ja irgendwo hin. Meistens passiert das in den Praxen durch eine wechselweise Anstecken von USB-Festplatten, von externen Festplatten, die dann der Chef mit nach Hause nimmt oder die Chefin und da vermeintlich sicher verwahrt werden. Aber ganz ehrlich, das ist alles kein wirklich richtig gutes Vorgehen im Sinne von IT-Sicherheit und erst recht nicht, wenn es darum geht, sich in der Praxis auf das zu konzentrieren, was in der Praxis passieren soll, nämlich zahnärztliche Behandlung. Wenn man das richtig und vernünftig machen will und im Fehlerfall auch einen schnellen Support braucht, jemand, der einem die Kiste wieder an Start bringt, wenn irgendwas nicht funktioniert, heißt, du brauchst einen lokalen IT-Dienstleister. Die Zeiten, in denen der Chef oder die Chefin der Meinung ist, komm, das kriege ich selber hin, ich schraube daheim auch ab und zu mal am PC rum, das ist vorbei. Das ist längst so hochkomplex geworden. Ganz abgesehen davon, lieber Chef, lieber Chefin, deine Stunde ist deutlich teurer als die des IT-Technikers. Es macht keinen Sinn, dass du das selber tust, auch wenn du es möglicherweise nach 3 Stunden vielleicht dann doch geschafft hättest. Jetzt gibt es andere Softwareprodukte, die sind Cloud- bzw. webbasiert. Also, die werden in einem Rechenzentrum betrieben und ich mache morgens nur mein Browserfenster auf, logge mich da ein, brauche also nur meine Internetverbindung und kann loslegen zu arbeiten.
Das ist natürlich deutlich komfortabler, schlicht und ergreifend, weil ich habe da keinen Server in der Praxis rumstehen. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass der seine regelmäßigen Aktualisierungen hat. Wenn irgendwas nicht funktioniert, rufe ich die Hotline an und sage, lieber Dirk oder wer dann gerade am Telefon ist, mach mal ganz, hier geht was nicht. Und üblicherweise wird mir dort sehr viel schneller geholfen, als wenn ich mich entweder selber darum kümmern muss oder ich versuchen muss, von meinem lokalen IT-Dienstleister, der üblicherweise gar nicht mit so einer riesigen Mannschaft ausgestattet ist, dann Zeit hat, ausgerechnet bei mir vorbeizukommen. Und noch was, wenn dein Server wirklich mal einen Hardware-Defekt hat und der deswegen stillsteht, weil du ihn möglicherweise doch nicht mit doppelter Festplatte, doppeltem Netzteil oder was auch immer ausgestattet hast oder irgendetwas anderes kaputt ist, der berühmte Single Point of Failure, also dort, wo es nur eine Komponente gibt und wenn die kaputt geht, dann steht das System still. Dann hast du Stillstand, bis du dann eine neue Hardware hast, bis das System wieder aufgesetzt ist, bis deine Daten hoffentlich aus der Datensicherung wieder zurückgespielt sind. Da kann bis zu einer Woche vergehen, in der du schlicht nicht arbeiten kannst. An der Stelle kurzer Hinweis: Ihr könnt das Ding sogar so gut ausgestattet haben, wie ihr wollt. Wir hatten das gerade vor kurzem in einer befreundeten Praxis, zu der wir selber auch immer mal wieder überweisen. Die hatten schlicht und ergreifend einen Wasserschaden. Den hat es im Gebäude einmal durch die Decke getropft und ratet, was genau unter dem Loch stand: Der Server. Und damit war da eine Woche Stillstand, weil Elektronik und Wasser vertragen sich echt nicht so gut. Also, mal ganz unabhängig von den ganzen wirklich schrecklichen Bedienoberflächen, die ich auf den vergangenen IDSen gesehen habe. Von du brauchst mindestens einen 27 Zoll Bildschirm, um überhaupt diese verschiedenen Fenster und Sektionen so zu sortieren, dass man überhaupt was erkennen kann und nach Möglichkeit Kernphysik studiert haben muss, um sich irgendwie zurechtzufinden. Ich dachte eigentlich immer, als ITler habe ich so ein natürliches Gespür für, wie ist so eine Software gestrickt, beziehungsweise wo muss ich hingreifen, um irgendwo hinzukommen. Und das sollen dann aber Menschen bedienen, deren größtes Hobby mit Sicherheit nicht die IT ist, weil sonst hätten die das gelernt. Finde ich fürchterlich. Wenn ich im Jahr 2020 immer noch Software sehe, die Word 97 Icons irgendwo verbaut haben, um zu signalisieren, hier kannst du ein Dokument bearbeiten. Ehrlich, ich finde das fürchterlich. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Also, worauf will ich hinaus? Diese ganzen verschiedenen Systeme. Und es gibt durch die Bank, die allermeisten der Anbieter sind noch auf dieser alten Struktur, einfach weil das über die letzten Jahrzehnte die gängige Struktur war und der Wandel jetzt erst langsam beginnt. Für meinen Geschmack ist das die alte Welt und einige von den Unternehmen haben sich auch schon aufgemacht, zumindest ihre Systeme so weit zu erneuern, um sie auf neue Technologiebasis zu stellen. Das braucht aber noch einen Moment. Wir haben uns mit unserem Start Anfang 2019 ein Praxissoftware angeschafft. Zugegeben, die war da noch nicht sehr lange am Markt. Die sind produktiv tatsächlich erst 2018 gestartet, damals noch unter dem schönen Namen HEA, jetzt Teamer. Die sind cloudbasiert. Das heißt, ich mache morgens ganz normal meinen Firefox oder meinen Internet Explorer, was auch immer ihr nehmen mögt, oder euren Safari, den mache ich mir auf, log mich ein und kann das Arbeiten anfangen. Ich habe nirgendwo in der Praxis einen Server rumstehen, den ich sichern muss, der Aktualisierungen braucht, bei dem irgendwas kaputt gehen kann und wo ich mir Gedanken machen muss, was jetzt mit der externen Festplatte oder dem USB-Stick oder was auch immer ist für die Datensicherung und das ständig mit mir rumschleppen. Sondern wenn da was ist, rufe ich die Hotline an, die lösen das fertig. Das Einzige, was ich brauche, ist eine stabile Internetverbindung, aber sagen wir so, das ist mittlerweile zum Glück kein ernsthaftes Thema mehr, dass die Internetverbindung mal wegbricht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn irgendwo in der Nähe vom Gebäude mal eine Baustelle ist und der Bagger doch
das Kabel trifft. Okay, bestimmtes Restrisiko besteht immer. Also von der technologischen Seite bevorzuge ich ganz klar eine webbasierte Software, die irgendwo von IT-Profis in einem professionellen Rechenzentrum gehostet wird, wo sich eine Mannschaft, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als sich um diese Software zu kümmern und dass sie funktioniert, und ich einfach nur, wie bei Facebook, wie bei Xing, wie bei allen anderen Plattformen, die wir kennen, mich einlogge, das Ding benutze, fertig. Im Übrigen, es ist vollkommen selbstverständlich, dass eine Software, die in Deutschland als Praxissoftware zugelassen ist, auch den notwendigen Nachweis über ihre Datensicherheit erbracht hat, weil ansonsten würde sie ihre Zulassung nicht bekommen. By the way, wenn eingebrochen würde bei euch, ist das Thema Datensicherheit auch passé. Insofern, die absolut letzte Sicherheit gibt es da sowieso nicht, aber nach allem Dafürhalten die Technologie, die eingesetzt wird, um diesen Datenverkehr sicher zu machen, das ist was, das funktioniert sauber, das ist abgenommen, das ist zugelassen. Feine Geschichte. Das war jetzt mal eine ganz kurze und auch nur grobe Betrachtung von der technischen Seite. Also wieso dieses grundsätzliche technische Konzept, ihr habt einen Server in der Praxis stehen, da sind verschiedene Arbeitsplätze mit ihrer installierten Anwendung, sind da angeschlossen, greifen auf die Software zu. Das ist die eine Welt. Die andere Welt ist, ich mache meinen Browser auf, log mich wo ein, jemand Professionelles kümmert sich zentral darum und ich habe quasi meinen Mandanten in der Software, so nennt sich das, beziehungsweise mein Ausschnitt, wo nur meine Praxis mit den Daten drin liegen, und kann da ganz normal arbeiten, stabile Internetverbindung, fertig. So, kommen wir mal zum spannenden Teil, der euch als Zahnärzte, Zahnärztin wahrscheinlich noch eher interessiert, neben der ganzen technischen Diskussion, nämlich die Kohle. Üblicherweise ist es so, dass ihr in der Variante Server plus Client, gibt es verschiedene Modelle, wie da die Preisgestaltung aussehen kann. Das kann von sehr günstiger Praxissoftware bis der vermeintliche Rolls-Royce, der dann schon mal schnell 20.000, 25.000 Euro kostet. Aber ganz im Grundsatz kommen folgende Kostenblöcke da auf euch zu. Ihr braucht die Hardware. Wie gesagt, der Server irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 ist eine realistische Größe. Ihr braucht die Praxissoftware selbst. Und da kommt es jetzt darauf an, wie da das Preismodell gestrickt ist, ob das ein Komplettpaket ist und es ist komplett wurscht, wie viele Arbeitsplätze ihr dann in der Praxis installiert, oder ob das ein Modell ist, die einmal quasi so einen Kern berechnet und dann pro installiertem Arbeitsplatz nochmal zusätzlich, müsst ihr euch für die Dinge anschauen, die euch interessieren. Das kommt einmal dazu. Dann habt ihr üblicherweise ja nicht nur den Server mit seiner Hardware. Da muss ein Betriebssystem drauf. Das ist in der Regel noch mit dabei. Da kommt in aller Regel eine ordentliche Datenbank drauf. Die kostet meistens schon echt Geld. Und die will üblicherweise auch spätestens nach 3 Jahren eine neue Lizenzierung haben. Das heißt, dann kostet es nochmal. Im Übrigen, auch so ein Server gehört allerspätestens nach 5 Jahren ausgetauscht. Warum? Weil dann die Gefahr, dass das Ding euch hardwaremäßig aussteigt, weil es einfach durchgenudelt ist, massiv ansteigt. Und wie gesagt, wenn das Ding steht, steht eure Praxis, kostet richtig Kohle. Ich habe das mal für uns durchgerechnet. Wie gesagt, je nach Produkt, welche Praxissoftware, unterscheidet sich das mal etwas. Aber wenn ich mal sage, du hast die Hardwareanschaffung von dem Server, du hast die Praxissoftware selber mit ihren ganzen Lizenzen, die du brauchst, mit der Datenbanklizenz, die auf dem Server liegt, mit allem drum und dran, hast du zwischen 15.000 bis 30.000 Euro an der Backe, bevor der erste Patient aufgenommen ist und du überhaupt eine erste 01 eintragen kannst. Da ist noch nichts passiert, aber einfach nur, dass das Zeug fertig installiert ist und der erste Patient reinkommt. Das ist mal so eine Größenordnung, die du rechnen kannst. Was passiert auf der anderen Seite?
die Tatsache, dass du dich irgendwo einloggst, heißt ja nicht, dass da nicht Arbeit passiert und dass das nichts kostet. Selbstverständlich. Du hast auch dort natürlich einmal Einrichtungsgebühren, weil deine Praxis muss in dieser Software eingerichtet werden. Es müssen deine Stammdaten hinterlegt sein. Du willst deine Leute, deine Behandler drin haben, deine Assistenzen. Du möchtest möglicherweise einzelne Leistungsketten oder Komplexe oder wie immer das bei dir genannt wird, möchtest du hinterlegen. Deine Materialien müssen gepflegt werden, etc. pp. Also alles das, was man in einer Praxissoftware einrichten muss, muss natürlich auch dort passieren. Und hüben wie drüben willst du eine Schulung und eine Einweisung haben. Also das gibt sich auf beiden Seiten wahrscheinlich nichts. Geh mal davon aus, dass eine solche Ersteinrichtung, die da passiert, irgendwo so zwischen 8.000 und 12.000 Euro kostet, je nachdem, welche Konditionen du da erwischt, so dass der erste Schritt passiert. So, und dann hast du aber monatliche Kosten. Die liegen bei 200 Euro, immer netto gesprochen, pro Monat. Wenn du als einzelner Behandler bist, kann dir deswegen die Zahl sagen, weil das tatsächlich unser Modell ist, oder pro zusätzlichen Behandler, pro zusätzlichem Arzt, der in der Software mit angelegt ist, kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch ein 50er drauf. So, heißt, ich habe monatliche Kosten in unserem Fall von 350 Euro netto und damit bin ich durch. Da ist meine Software dabei, da ist mein Support dabei, ich muss mich um keine Hardware kümmern, ich muss mich nicht um Sicherung kümmern, ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich meine USB-Festplatte mitnehme, Datenbanklizenzen, ist mir alles vollkommen wurscht, macht jemand für uns. Und zwar jemand, der sich damit auskennt, weil er den ganzen Tag nichts anderes tut. Ich mache meinen Browser auf, logge mich ein und arbeite einfach. Und wenn irgendwas nicht geht, nehme ich das Telefon in die Hand und dann bekomme ich geholfen. Fertig. Wenn du dir diese Zahlungen jetzt mal auf eine Zeitschiene legst und mal kalkulierst, dass du nach 3, spätestens 5, machen wir mal im Mittel 4 Jahren, den Server tauschen musst, weil du ansonsten das Risiko deutlich hochfährst, dass dir die Hardware irgendwann um die Ohren fliegt und du einen Praxisstillstand hast. Und du möglicherweise dann auch Aktualisierungen irgendwann von der Software selber mit dazu nehmen musst, weil eine neue Version rauskommt oder eben hatten wir schon Datenbanklizenzen etc. pp. Dann hast du ganz schnell den Punkt, dass ich mit diesem, ich verteile das über die Laufzeit und zahle einen monatlichen Obolus quasi für die Miete eines Systems, das ich online benutzen kann, kann ich locker 5 Jahre meinen Betrieb fahren, ganz entspannt, bevor ich auch nur die initialen Einrichtungskosten einer, ich sag mal, mittelteuren Praxissoftware als lokale installierte Variante in der Praxis, bevor ich diese Kosten erreicht habe. Und ich habe keinen Stress damit. Und diese Gründe waren für mich der ganz ausschlaggebende Grund, für mich rein konzeptionell kategorisch auszuschließen, dass mir irgendein System in die Praxis kommt, das auf einer veralteten Server-Client-Architektur basiert. Ich hoffe, dass sich in Zukunft noch mehr Unternehmen, noch mehr Praxissoftwarehersteller auf den Weg machen und auch cloudbasierte Systeme auf den Weg bringen. Ich weiß von einem mindestens, der das auf der IDS 2017 zumindest schon angekündigt hatte. Da bin ich auf der nächsten IDS mal sehr gespannt, wie da die Entwicklung mittlerweile vorangeschritten ist. Ich weiß aber, da ist noch längst nicht jeder auf diesen Zug aufgesprungen. Jetzt habt ihr in der Praxis aber noch einen weiteren Aspekt, an dem vielleicht ein Stück weit Digitalisierung schon Einzug gehalten hat. Nämlich das Ausfüllen von Anamnesen oder möglicherweise Mehrkostenvereinbarungen, Aufklärungen, ZE-Beratung etc. pp. In der alten Welt, also dieser serverbasierten Systeme, gibt es da bei den wenigsten Fällen tatsächlich eine Gelegenheit, auf so einem netten mobilen Gerät, auf irgendeinem Tablet,
das System aufzurufen und diese Dinge dort zu erledigen. Das heißt, ihr braucht ein Zusatzprodukt, das das kann. Zusatzprodukt bedeutet, du brauchst nochmal einen zusätzlichen Vertrag, du hast einen weiteren Dienstleister. Das kostet also auch nochmal Geld, will im Übrigen auch mal erst eingerichtet werden und du brauchst eine Schnittstelle zu deinem eigentlichen System. Und dann hast du das Thema, dass wo immer zwei Systeme über eine Schnittstelle zusammenarbeiten müssen, es immer wieder mal zu Problemen und zu Fehlern kommen kann. Das ist ganz normal. Lieblingsbeispiel, das jeder von euch kennen dürfte, Stichwort Übertragung von Röntgenbildern in die Praxissoftware, wenn sie das denn überhaupt kann und ihr nicht doch immer in der Röntgensoftware bleiben müsst. Da passiert es regelmäßig, dass es da Fehler gibt. Und das nervt, weil das hält auf und das hält euch von der Arbeit ab. Und habt ihr mal den Versuch gestartet, wenn ihr einen Fehler habt, den ihr nicht genau lokalisieren könnt, an dem aber zwei Systeme beteiligt sind, und dann ruft ihr mal bei der einen Hotline an, schildert euer Problem und dann bekommt ihr gesagt, also ich weiß jetzt auch nicht, sieht eigentlich aus, als wäre bei uns alles in Ordnung, rufen Sie mal da drüben an. Dann rufen Sie da drüben an und dann kriegen Sie die gleiche Story umgekehrt nochmal erzählt. So, in dem System, das wir zum Beispiel einsetzen, das ist ja schon online. Also, das ist ja schon im Internet verfügbar. Es ist doch ein leichtes, hier eine App drauf zu spielen, auch hier den Zugang zu konfigurieren und da ganz normal drauf zuzugreifen. Also, ich kann das auch so konfigurieren, dass es nur in der Praxis funktioniert. Wenn ich da auf Nummer sicher gehen will, das ist auch kein Problem. Aber wenn ich den vollen Leistungsumfang haben will, dann kann ich das Ding so konfigurieren, dass ich auch außerhalb, wenn ich am See liege und sage, ich will jetzt nochmal irgendwie das eine oder andere Röntgenbild durchgehen und mir mal Gedanken zu einem Fall machen, weil jetzt habe ich endlich mal Ruhe, dann kann ich das tun, weil ist ja schon online. Und wer jetzt auf die Idee kommt und sagt, ja, kann ich ja eigentlich auch, weil ich kann mich ja mit einem VPN-Tunnel in meine Praxis rein verbinden und da von dem Server die Software aufrufen, ja, kannst du machen. Funktioniert auch, aber du musst ein absichtliches Loch und damit einen Zugang zu deinen Systemen schaffen. Und wo immer Zugänge sind, erhöht man schlicht und ergreifend die Gefahr, dass auch irgendwo mal was nicht ganz so sauber konfiguriert ist oder mal in den beteiligten Produkten, in dem Router, in der Firewall, auf dem Server etc. pp. Eine Schwachstelle enthalten ist, die dann angegriffen werden kann. Also, das sind alles so Aspekte, weswegen ich sage, gib diese Dinge, und das ist zutiefst IT-Betrieb, doch in die Hände, die den ganzen Tag nichts anderes tun, da sitzen die Profis und die sollen das doch bitte machen. Nur weil ich weiß, dass man einen Wurzelkanal mit ISO-Pfeilen über verschiedenen Größen aufbereitet, dass Spülen das A und O ist, dass am Ende des Tages irgendwo eine Füllung rein muss, die nach Möglichkeit bündig unten mit der Wurzelspitze abschließt und obendrauf dann entweder eine Krone oder eine ordentliche Füllung kommt. Nur weil ich das theoretisch weiß, gehe ich doch auch bitte an keinen Zahn. Also das Thema Mobilfähigkeit ist bei den herkömmlichen Lösungen und Architekturen, da haben die noch Aufholbedarf. Oder man geht heute eben, wie gesagt, den Zwischenschritt über ein zusätzliches Produkt, das daran angeschlossen wird per Schnittstelle. Das geht, macht die Sache aber wieder teurer. Diese Dinge sind in einer Lösung, die ohnehin schon cloudbasiert ist, in unserem Fall Thema, ist das schon dabei, weil das bietet sich ja an. Gleiches gilt für Aufklärungsvideos, die auf den Tablets verfügbar sind. Das Ganze gilt für, wie gesagt, die Anamnesebögen, auch wo mal was zu unterschreiben ist. Kleiner Hinweis übrigens, wenn ihr das noch nicht wusstet, egal welche der Welten ihr jetzt benutzt, Mehrkostenvereinbarungen oder Kostenvoranschläge zum Beispiel auf einem Tablet unterschreiben zu lassen, birgt ein gewisses Risiko. Diese Unterschrift ist nämlich in aller Regel nicht rechtsgültig.
Ihr verlasst euch also mehr so auf die moralische Verpflichtung der Patienten euch gegenüber, dass sie sagen, naja, habe ich doch irgendwie unterschrieben, zahle ich dann wohl auch. Wenn es wirklich hart auf hart käme, eine solche Unterschrift zählt nicht. Eine wirklich rechtssichere Unterschrift ist entweder die auf dem Papier oder die auf diesen eigens dafür zugelassenen, das sind so kleine Displays mit einem extra Stift, wo diese E-Signatur wirklich zulässig und auch rechtsgültig ist, haben aber in der Regel die wenigsten, weil auch das kostet wieder Geld. Also, wenn du gerade dabei bist, eine Praxis zu übernehmen und du ohnehin vor der Frage stehst, ist die Software, die da schon vorhanden ist, überhaupt eine, die ich übernehmen will oder soll ich mit dem Wechsel nicht umsteigen? Bei einer Neugründung stellt sich diese Frage sowieso, weil da ist ja noch nichts. Dann empfehle ich dir ganz dringend, schau dir das mal unter einem erweiterten Blickwinkel an und nimm gerade dieses Thema der Architektur, also der technischen Architektur von solch einer Software, nimm das ganz klar in deine Betrachtung mit rein. Kalkuliere auch mal ganz klar über die Kosten, weil wenn du nicht eins der niedrigpreisigen Produkte serverbasiert zugreifst, sondern die Mittelklasse bzw. eher zu einem der hochpreisigen tendierst, dann ist eine solche Lösung deutlich teurer, als wenn du das Ganze cloudbasiert machst und du hast auch noch mehr Arbeit und mehr Schere rein damit. Und auch wenn du schon deine Praxissoftware schon längst hast und die auch schon länger als 5 Jahre in Betrieb hast, aber dich trotzdem irgendwie mal umschauen willst und sagst, wer weiß, vielleicht wechsle ich in 2, 3 Jahren doch nochmal, weil so richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen unrund oder ich will einfach mir auch mal was Neues anschauen, mal gucken, was der Markt noch so hergibt. Meine ganz klare Empfehlung und an der Stelle mache ich tatsächlich Werbung, weil ich davon überzeugt bin. Schaut euch Teamer an. Das ist ein Produkt, das ist jetzt wie gesagt seit Anfang 2018 sind die auf dem Markt. Die Kinderkrankheiten sind mittlerweile raus. Da kann ich euch sagen, aus der ersten Hälfte 2019, das hat ordentlich Arbeit und Schweiß und die ein oder andere Träne gekostet. Aber über diesen Punkt sind die Damen und die Jungs, die das betreiben, deutlich hinweg. Das ist eine Software, ich möchte sie aus unserer Praxis nicht mehr wegdenken müssen. Wie gesagt, ich nehme dieses Gerät her, ich habe tatsächlich sogar auf meinem Handy die App installiert. Da kann ich, wenn wir morgens am Kaffeetisch sitzen, einmal ganz kurz durchgehen, wie sieht denn heute der Kalender aus, wer kommt denn wann. Wenn ich angerufen werde, egal wo ich bin, kann ich immer mal ganz kurz nachschauen, Frau Meier, Sie haben morgen um 3 Ihren Termin oder was auch immer. Auf dem iPad kannst du dir alle Daten aufrufen, alle Röntgenbilder, die gesamte Behandlungshistorie. Du kannst drin rummalen, du hast Aufklärungsvideos, du kannst Beratungsprotokolle hinterlegen. Eine ganz spannende Geschichte. Du kannst Sprachmemos aufzeichnen und direkt in die Patientenkartei reinladen. Und der Trick ist, du hast nicht nur das Soundfile dann in der Patientenkartei mit abliegen, sondern dieses Soundfile wird auch Speech-to-Text übersetzt. Das heißt, du hast tatsächlich auch geschriebenen Text. Den muss man an der einen oder anderen Stelle dann manchmal noch nachkorrigieren, je nachdem, wie deutlich und akzentfrei deine Aussprache ist. Aber ganz grundsätzlich hast du für mein Dafürhalten alle möglichen Freiheitsgrade mit deiner Praxis, dich da zu bewegen. Es wird dir leicht gemacht, eine ordentliche Dokumentation zu führen. Das ist nämlich auch oftmals noch so ein Knackpunkt. Und auch bezogen auf das Preismodell bist du in der Regel günstiger als die Mittelklasse bzw. die teuren Softwareanbieter auf der serverbasierten Variante. Und insbesondere, wenn du den Hardware-Austausch dort mit einbeziehst, Lizenzerneuerung etc. pp., ist das Thema sowieso durch. Aber selbst wenn es gleich viel kosten würde, und das tut es maximal, wenn du die niedrigpreisigen Produkte auf der Serverseite nimmst, dann hast du weniger Ärger damit. Und allein das ist es echt wert.
Wenn dich das interessiert, ich dich ein bisschen neugierig gemacht habe auf das Produkt und wie gesagt, das wird eins der wenigen Videos sein, wo ich dediziert für ein Produkt Werbung mache, weil ich davon wirklich überzeugt bin. Unten in der Beschreibung findest du einen Link, da kannst du dich auf der Webseite einmal schlau machen bei Thiemer. Du kannst dir eine Online-Beratung bzw. Online-Demo mal vereinbaren. Schau dir das einfach mal an. Wenn du dich mit dem Gedanken spielst, deine Praxissoftware zu erneuern, solltest du dir das definitiv anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise dich das auf weitere Ideen gebracht hat, was du in deiner Praxis verändern kannst, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Schreib mir auch gern deine Gedanken zum Thema Praxissoftware einmal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr da alle zu sagen habt. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte den Kanal abonnieren. Und ansonsten gilt, egal was ihr einsetzt, egal wofür ihr euch entscheidet, bleibt erfolgreich.